Mann lieben. Horrorfans? Phantasmagoria-Fans? Wir haben ja im letzten Mal bei diesem Bett ziemlich finstere Dinge erlebt. Ich bin immer noch von den Socken, ich bin immer noch tief erschüttert und das lässt alles nicht wirklich auf... Ich weiß nicht, was das ist, wie es ist. So, wo kommt man hier wieder raus? Da kommen wir wieder raus. Kommen wir hier noch irgendwo? Moment, da ist ein Pfeil nach rechts. Gehen da mal da lang. Okay, da haben wir uns schon drauf gesessen. Den gucken wir uns erstmal gar nicht mehr an. Den will ich gar nicht mehr sehen, habe ich irgendwie Schiss. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wollten uns im ganzen Haus mal ganz in Ruhe und systematisch umschauen. Wir haben das Zimmer auf der rechten Seite jetzt gesehen. Wir haben dieses Zimmer gesehen, das auf der linken Seite ist. Und wo war... Also hier waren wir drin, ne? Das war ein schönes Schlafzimmer. Das war auch ein schönes Schlafzimmer. Das Bett war nicht ganz so nett. Das hat nach uns geschnappt und das ist... Gut, gehen wir mal ein Stück weiter. Ne? Also das waren die ersten zwei Zimmer. Die haben wir jetzt schon mal gesehen. So, und jetzt geht's, glaube ich, hier mal nach links und wir gehen nach rechts. Wir sind letztes Mal zuerst nach rechts gegangen. Gehen wir jetzt mal zuerst nach links. Ah. Dawn? Oh, Baby. Ja, genau. Hey, Liebling. Hey. Scheiße. What is it? Bist du okay? Ah, der Schraubenzieher. Mehr nicht. Verdammter Abfluss. Lass mich mal. Ah, ich bin okay, wirklich. Lass sie doch mal pusten. Weißt du was? Abflussreiniger müsste gehen. Haben wir welchen? Ich glaube nicht. Verdammt! Diese alten Rohre sind alle verstopft. Kann ich dir was helfen? Ja, kannst du mir das Ding geben? Danke, Liebling. Welcome. Oh. Der Mann mit der Zange, ne? Haben wir hier noch irgendwas aus uns anschauen können? Mhm. Dawn? Was ist das? Es sieht nicht verstaubt aus. Ups. Okay, können wir da noch mal reden? Baby? Wann bist du mit der Dunkelkammer fertig? Oh, wahrscheinlich in 2 bis 3 Tagen. Okay, wissen wir also Bescheid, gehen wir mal zurück. Also das zweite Zimmer auf der linken Seite ist das angehende Fotolabor. Das jetzt Zeiten im Spiel geben, wo man da besser nicht mehr reingeht. Dann gehen wir mal nach rechts. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach rechts. Das ist, wir waren jetzt links, jetzt gehen wir rechts. Mal links. Oh, da geht's hoch. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es da hoch geht. Aha, da haben wir nur einen Raum vergessen, ne? Aber das gucken wir uns auf jeden Fall an. Das ist eine Tür. Ah, der Schlüssel ist entstecken. Oh, das ist crazy. Na sowas. Da steckt ein Schlüssel in der Tür. Oh, das ist great. Wir machen den alten Josh Stobber-Trick, ne? Schlüssel schieben durch die Schloss und dann auf die Zeitung plumpsen lassen und dann wir haben die Schlüssel. Nur müssen gucken, wo geht. Ich weiß es nicht mehr. So, dann müssen wir ganz kurz. Hier geht's. Da kommen wir wieder runter. Dann gehen wir mal hier rein. Das ist. It's a baby. Das ist aber nicht aktiv. Das ist aktiv. Was ist Teddy Bear? Oh, Teddy Bear. Oh, Himmel. Schon wieder heile. Oh baby, I love me big. I want some teddy bear. Ihr wisst, wenn ich Angst habe, muss ich singen. Und das ist eine sehr, very gruselige teddy bear. Und, okay. Seht ihr, was ich sehe? Hier ist eine Wolke in die Zimmer.
Mein Gott, was ist das? Mein Gott, was ist das? Alright. This is absolutely crazy. Man, this is very, very fucking bullshit. Well. Ich muss das nochmal machen. Verzeiht mir, meine Freunde, aber ich muss das sofort nochmal machen. Ich will da auch reingreifen. Oh. Mein Gott, was ist das? Oh Gott, was ist das? Okay, das ist eine mystische Wolke. Wir einigen uns darauf, dass es eine very, very mystische Wolke ist. Gut, dann gehen wir wieder raus. Ich habe hier, das ist das Kim. Sonst muss ich singen, das wollen wir alle nicht, ne? Okay. So, okay. Kamen wir da die Treppe runter? Da kam man so. Was ist, wenn ich hier bin? In dem Haus habe ich immer so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber ich glaube, dass. Okay, dann. Ah, endlich mal ein Klo. Ich könnte auch jetzt mal richtig gut Pipi machen. Und das ist. Wir gucken, goldene Wasserhähne. It's a very goldene Wasserhähne. Okay. Okay, geht Erin mal ein bisschen Pipi machen. Und wir bleiben draußen, wir sind Gentlemen. Nein, wir hören noch nichts an die Tür. Das ist das. Okay, sie hat gespult. Das ist cool. Das ist very, very cool, very cool. Right. Okay. Hände waschen, nicht vergessen. Wichtig, wichtig. Okay. So, komme ich. Da komme ich noch. Okay, Mama, Mama. Oh, nochmal ein Spiegel. Ihr wisst, mit Spiegel haben wir hier schlechtere Erfahrungen gemacht in diesem Spiel. Mein Tank passt. So, oh, was ist das? Oh. Well. Ah, sie bürstet die Haare. Ich habe keine Haarbürste aktuell da, aber wir lassen das. Okay. Ja. Sieht gut aus, Baby. Macht einen schlanken Fuß. Alright. Something else, man, here. What is that? Ein bisschen glitschi-glatschi? Ein bisschen Creme? Könnte ich auch gebrauchen, ohne Scheiß. Ich hab sogar einen hier stehen, Freunde. Product Placement. Schmiere. Glitschi, glitschi. Okay, so, dann hat das Kind auf jeden Fall, ne, ist es jetzt bestens vorbereitet für alles, was kommen kann, ne, mit ein bisschen Glitscher auf der Hände, ne, bist du der Geisterjäger Nummer 1. Ich bin ja ein Geisterjäger, ausgebildet, ihr wisst das ja, ne. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, ne, im Let's Play Geisterjäger, ne, Ghostbusters. So. Okay, also das war der Badezimmer, dann machen wir, gucken mal hier dann weiter, das ist so. Komm, okay, da geht's auch noch weiter, okay. Okay, rechts, links. Ich glaube, ich gehe erstmal rechts. Oh. Okay. Hier ist eine Fernseher, ein TV-Gerät. It's snow. Just snow when snow is in April. Well, das ist so. Gibt's kein Fernsehen? Finde ich gut. Ich schaue ja auch keine Fernsehen, wie ihr wisst. Und meine Angst ist wieder weg. Ich glaube, ich könnte wieder normal sprechen. Ne? Oh, was ist das? Was ist das? Oh, Geld. Geld. Money makes the world go round. Money, money. Wie, das war's schon? Wie viel ist das? Moment. $5, right. Okay. Oh, Moment. Ich will mal ganz kurz. Wir drucken uns Geld. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Ah, oh, was haben wir da? Eine Laptop. Ist das eine Computer? Oh. Komisch, ich dachte, ich hätte den Laptop abgeschaltet. Oh, hast du wahrscheinlich vergessen, Baby. Hm, wohl doch nicht. Wohl doch nicht.
Kann man nochmal dran. Das ist auch, der Laptop ist, glaube ich, auch eins von den Dingen, wo man, glaube ich, nur ein- oder zweimal pro Kapitel rankommt, weil das wird sich dann alles, das ist ganz schrecklich, meine Leute. So, können wir hier eine Runde pennen? Können wir nicht. Sonst noch das Feuerchen auch nicht. Das Fenster können wir auch nicht. Okay. Gut, der Schrank ist auch irgendwie zu. Der Fernseher macht nur Schnee, ne? Snow, snow, snow. Snow. So, dann gehen wir mal gegenüberliegend. Bietet sich... Schicke Raum. Man. Was ist denn das? Ja, ja, was ist denn das wohl? Also, ne, für die Leute, die glauben, ich hätte Angst und spreche da einen amerikanischen Akzent. Das Spiel verleitet einen zu den amerikanischen Akzenten, weil die sprechen auch alle amerikanischen Akzenten. Was haben wir hier? Edin, Schatz, wenn du bitte mal schauen möchtest. Ich will auch sehen, hier. Zeigen. Oh. Alright. Ja, 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 ja. Wer jetzt darauf wettet, dass sich das Spiel im Laufe des, beziehungsweise das Bild im Laufe dieses Spiels verändert, der hat übrigens nicht ganz Unrecht. So, was haben wir hier? Ich will auch sehen, ich will auch sehen. Leonora. War das Leonora? Leonora? Ich hab's als... Okay. Was ist das? Ein Schlangenkorb? Ist da eine Schlange drin? Liebe Leute, was ist da drin? Das ist ein typischer Schlangenkorb, ne? Waui. Was steht da? H. Oder ist es ein M? Ein M? Was ist das für ein Buchstabe? Ein H. Alright. Okay. Das ist nur der Bild. Der Bild müssen wir uns in jedem Kapitel bestimmt anschauen. Das ist very, very important. Hier kann man nichts machen. Gehen wir mal in diese Richtung. Meine Nase ist jucking. So, dann gehen wir mal. Da können wir nichts. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Zimmer in einer wunderschönen Kuppel und das ist vom. War da noch was? Ne, das sind nur Pfeile. Gut, dann gehen wir mal wieder raus und ich glaube, weiter rein kommt man nicht. Ne, okay. Kommt man da noch? Kommt man auch nicht? Okay. Adrian? Miss Delaney? Kommen Sie bitte mal her. Da ist das gruselige Kinderzimmer mit dieser komischen Wolke. Das, wo kommen wir denn hier hin? Hier links? Ah, okay, kommen wir zurück. Gut. Ja, ihr wisst, ein Spielkind 45 und Orientierung ist nicht unbedingt, ne, das kann schon mal Komplikationen geben, ne, aber ja nun, das ist, also da kommen wir nicht rein, da brauchen wir irgendwas hier, wir brauchen irgendwas, ne, wo wir eben was mit aufhebeln können, beziehungsweise wo wir einen Schlüssel durch die Tür stecken können, ne. Eine Zeitung wäre eine gute Sache, das wissen wir, ne, das ist der alte George Stobart-Trick, ne, wahrscheinlich der älteste Trick der Welt, ne. Da waren wir noch nicht drin, da waren wir noch nicht drin. Die Bilder kann man sich nicht angucken und was haben wir hier? Das ist ist das ein Folterstuhl? Das ist so ein Folterstuhl. Ihr gebt dazu, dass es ein Folterstuhl ist, oder? Freunde, jetzt mal ehrlich, das ist ein Folterstuhl. Das ist ein Folterstuhl, ne? Wir haben ja im Intro schon, glaube ich, sowas Foltermäßiges gesehen. Und kommt da irgendwas... Kommt da Musik raus, Alter? Ich brauche ein bisschen Sound hier. Da sind auf jeden Fall ein paar schöne Waffen, helle Bade und so. Und oh Gott, oh Gott. Autsch! Will ich nochmal? Autsch! Okay. Nochmal will ich es dann doch nicht. Das ist ein schönes Bild. Jetzt schöne Bilder. Also im Haus hängen auf jeden Fall schöne, schöne Bilder. Ja, das ist ein Waffen. Also ein Spiegel. Also ich würde mich gerne... Haus ist... Noch ist alles gut.
Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, es hat gefunkelt und es ist... Ja, genau wie die Frau unten im Esszimmer, nicht die auf dem Bild im Spiegel ist, wie die tatsächlich da hängt. Das ist alles doch, das ist... Kommen wir von der Seite dran? Autsch! Tut mir leid, Adrian, ich hab das nicht gewollt. Guck mal, was ist das mit dem schönen Gramophone? Ich will ein bisschen Musik hören. Komm, Baby. Gramophone. Komm mal hier, nix dran. Komm, ich möchte hier ein bisschen Wind spielen. Das ist doch... Ja, sie macht nicht. Sie guckt ja dumm in die Röhre, ne? Guckst du in die Röhre, ne? Aber mehr passiert nicht. Gut, das ist, Wo kamen wir da noch ein? Das war... Ach, das war die Dunkelkammer. Okay. Dawn? Bist du da am Zeitung lesen, Kollege, oder was? Dawn, Baby? Ich sehe mir gerade die Pläne an, um eine optimale Lösung für das hier zu finden. Mann, du warst ja richtig fleißig. Ja. Es geht wirklich voran. War noch etwas, Liebling? Nein, nichts. Ich wollte dir nur Gesellschaft leisten. Ich glaube, Dawn steht momentan nicht auf Gesellschaft. Also gib mir mal raus da. Na, irgendwas mitnehmen, verpissen wir uns mal wieder, das ist... Okay, so. Okay, jetzt haben wir das ganze Haus so ein bisschen gesehen, ne? fast alles, ne? Wir werden das öfter uns angucken müssen, weil A, vergesse ich immer wieder, wo es dann da wo reingeht, ne? Und B, verändert sich alles, permanent. Da können wir, glaube ich, noch nichts machen. Wir gucken mal, das kommt... Ich klicke es trotzdem mal ganz kurz an, weil es ist doch schon eine gewisse Zeit her, dass ich das gespielt habe, das Spiel, und insofern... kenne ich die einzelnen Automatismen, Mechanismen nicht mehr so ganz wirklich. Ne? Insofern seht es mir bitte nach. Aber wir gehen jetzt mal raus. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal vorne um. Ne? Hinten in dem Esszimmer kam wir hinten raus. Wir gehen jetzt erstmal vorne raus. Gucken, was da so gedroschen ist. Das interessiert mich doch, es brennt. Ich bin auch lange nicht mehr hier gewesen, Freund. Lang ist her. 95? Das sind 10. Das sind, ach, das ist hunderte von Jahren. Oh. Da. Das ist die Eingangstür. Die haben wir bei... im Intro gesehen, wo Dawn so schön fotografiert hat, ne? Da geht's. Ach, schön, die Vögel zwitschern so. Da geht's wieder rein. Wir gehen erstmal hier. Und da können wir auch geradeaus. Wir gehen mal geradeaus. Mal gucken, so vors Haar. Oh, ein Auto. Wir haben eine BMW. Gross Artist. Okay, da ist eine Scheune. Mal in der Scheune mal gucken. Die Scheune ist zu. Und Folge vorbei. Freunde, ich sage vielen Dank für das Zuschauen dieses doch sehr gemütlich und gemäßlich, genüsslich anfangendes Let's Play. Wir haben eine BMW, das ist eine gute Sache. Ein schnelles Auto zu haben in dieser Zeit ist very, very important. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Minute von Hallig Wacker. Ciao, seid euren Spiegel 45. Geisterjäger.